Eine Frage aus der Community. Wie schaut's aus mit 3-in-1 Windeln? Kann ich die für Buben eigentlich verwenden? Ja oder nein? Hallo, ich bin Stefanie Meyer, deine Expertin und Ansprechpartnerin für Stoffwindeln, nachhaltigen Lebensstil und bedürfnisorientierte Erziehung. Ich bekomme immer wieder Fragen von euch per E-Mail oder per Instagram und ich habe mir gedacht, die möchte ich jetzt dann gerne mal in einem Video beantworten, wenn diese Fragen immer wieder kommen. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du uns das gerne in die Kommentare schreiben oder du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn du möchtest, dass wir das auch als Video beantworten. Eine Frage war jetzt zum Beispiel, die ist wirklich schon sehr, sehr oft gekommen und ich habe mittlerweile sogar schon oft gehört, dass Stoffwindelberaterinnen 3-in-1 Windeln überhaupt nicht mehr für Buben empfehlen, weil die Meinung mittlerweile umgeht, dass 3-in-1 Windeln für Burschen nicht geeignet sind. Ich persönlich muss sagen, ja, und nicht nur ich persönlich, sondern es ist vollkommen richtig, dass ja, für Burschen sind 3-in-1 Windeln definitiv schwieriger als für Mädels. Das ist leider so, das muss man einfach sagen, einfach weil die Mädchen einfach sehr gerichtet in der Mitte pinkeln und die Burschen durch den Penis teilweise halt einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, dass der Urinstrahl halt teilweise einfach ein bisschen in eine Richtung gelenkt wird oder auch, dass man da einfach auf gewisse Dinge aufpassen muss. Das heißt es aber nicht, dass du 3-in-1 Windeln nicht für Burschen verwenden kannst. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die lieben 3-in-1 Windeln mit Burschen. Also gerade, die sind dann einfach in Italien und in Frankreich zum Beispiel sehr, sehr beliebt. Und da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es da so viele Eltern gibt, die sagen, ich kaufe jetzt da für Burschen und für Mädeln andere Windeln, sondern einfach, das sind gute Windeln und fertig. Aber ich möchte jetzt einfach mal kurz zeigen, worauf du aufpassen musst, wenn du mit 3-in-1 Windeln wickelst, also vor allem die Burschen. Und dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Da haben wir eine 3-in-1 Überhose zum Beispiel von Cooler die Tebi, Regel Nummer 1. Und das ist ein Problem, das kommt öfter mal vor. Das da ist die Vorderseite und das da hier ist die Hinterseite. Also wo der Klettverschluss zugemacht wird, ist hinten. Das Logo ist hinten. Gerade am Anfang, wenn ich mich mit Stoffwindeln noch nicht so gut auskenne, es sind einfach alle Windeln sind vorne zum Zumachen. Warum sollte ich jetzt auf einmal diese Windeln nach hinten zumachen, wenn ich noch nie was davon gehört habe? Aber wenn ich das schon einmal umgedreht habe, dann sitzt die Windel schon einmal viel besser und dann funktioniert es schon einmal sehr gut. Was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass die Windel vorne und hinten auf gleicher Höhe gewickelt wird. Das heißt, manchmal passiert es einfach, gerade dieser Wickeldame ist es leider auch nicht sonderlich ideal von der Figur her für diese Windel gedacht, aber es passiert einfach sehr oft, wenn ich so Fotos sehe von Eltern, dass der vordere Teil einfach relativ weit nach unten hängt und hinten steht die Windel ziemlich weit nach oben. Und gerade bei Burschen, nachdem der Penis halt ungefähr hier ist und nicht wie bei den Burschen, wie bei den Mädels die Vagina wirklich in der Mitte, kann es dann nachher sein, dass da dann einfach noch nicht genug Saugkraft da ist von der Saugeinlage und dass deswegen dann nachher direkt der Urin auf die Innenwindel kommt. Und dann kann es halt ziemlich leicht nach außen gehen. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Einlage, also dass die Überhose wirklich vorne gut nach oben geht. Also man sieht diese zwei Knöpfe hier. An diesen zwei Knöpfen ist die Innenwindel befestigt. Und idealerweise ist dann auch da vorne gleich die Saugeinlage befestigt. Das heißt, ich habe dann die Überhose schön nach oben gezogen und an diesen Knöpfen kann ich mich dann orientieren, dass ich dann nachher weiß, wie hoch ist die Innenwindel raufgezogen. Und wenn die Sauganlage da drinnen ist, dann weiß ich auch ungefähr, wie hoch ist die Sauganlage jetzt dann da wirklich oben. Das funktioniert schon einmal sehr, sehr gut. Was auch noch sehr wichtig ist, ist bei den Burschen wirklich bei den 3-in-1 Überhosen immer den Penis ganz gerade nach unten richten. Und idealerweise ist es auch so, dass du schnell saugende Materialien verwendest. Es gibt von Cooler die Tebi zwei verschiedene Saugeinlagen. Zum Beispiel, es gibt diese Bambus Stay Dry und es gibt die Hanfbaumwolle. Bei der Bambus Stay Dry würde ich bei Burschen ehrlich gesagt immer die Bambusseite nach oben geben, weil bei einer Stay Dry Oberfläche kann es einfach sein, dass die mit der Zeit nicht mehr so schnell die Feuchtigkeit aufsaugt und deswegen rinnt der Urin dann nachher zuerst gleich einmal auf die Seite. Und nachdem das eben auch relativ gerichtet ist und viel punktuell quasi herauskommt, kann es dann nachher eben sein, dass es wieder nach außen läuft. Deswegen einfach mal die Saugeinlage umdrehen, wenn du diese Bambuseinlage verwendest, dass die Bambusseite oben ist. Bei der Hanfbaumwolle würde ich auch schon, dass diese Baumwollseite oben ist. Allgemein würde ich dann sehr schnell saugende Materialien nehmen, wie jede Art von Frotté, zum Beispiel Baumwollfrotté, Bambusfrotté, das saugt wirklich sehr, sehr gut. Da kann man sich auch zum Beispiel eine kleine Boostereinlage nur da vorne raufgeben oder auch
ein Reinigungstuch, zum Beispiel Blümchen hat super so Bambus-Reinigungstücher aus Frotté und die kann ich dann nachher vorne ein kleines hinlegen und unten dann nachher noch eine zweite Saugeinlage rein. Und dann wird der Urin einmal schnell aufgefangen, kann sich dann nachher verteilen und dann nachher in den Rest der Sauganlage weitergegeben werden. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn du sowas machst. Das funktioniert normalerweise wirklich sehr, sehr, sehr gut. Dann schauen wir uns das Ganze noch einmal innen an. Also hier zum Beispiel schon einmal ein klassisches Beispiel. Die Sauganlage ist einfach zu kurz. Ich habe das dann nur für dieses Video da reingegeben. Ich würde in dem Fall eine Einlage nehmen, die einfach länger ist. So. So, diese ist dann noch ein bisschen neu. Die ist noch nicht eingewaschen, deswegen ist es da quasi noch ein bisschen zu lang. Aber wenn die Einlage da wirklich vorne und hinten gut ansteht, dann kann sie auch nicht so leicht verrutschen. Weil wenn die Einlage zu kurz ist, dann kann sie da nach hinten rutschen und dann hat man dann da vorne zum Beispiel keine Saugkraft mehr. Und dann hört die Einlage da vorne auf und dann kann es dann auch leichter mal passieren, dass das nach außen geht. Außerdem ist auch wichtig, dass man die Windel, dass man die auch richtig anlegt. So. Also das heißt, beim Wickeln immer schauen, dass da hier diese Bündchen von der Innenwindel, immer schön in der Mitte der Beinfalte sind und dann kann man das Ganze so nach oben ziehen. So. Anschließend am besten noch einmal kontrollieren mit dem Finger von hinten nach vorne, bei den Beinbündchen entlangfahren, dass diese inneren Beinbündchen wirklich schön in der Beinfalte drinnen sitzen. Die sollen wirklich sitzen wie eine Unterhose. Die dürfen nicht auf den Beinbündchen sein, auf den Oberschenkeln sein, Entschuldigung. Wenn diese Beinbündchen an den Oberschenkeln anliegen, dann kommt es nämlich leicht dazu, dass die Babys Abdrücke haben, dass es rot ist und dass es reibt. Außerdem sind die Windeln dann auch einfach wirklich öfter undicht. Also 3-in-1 Windeln, die sind halt jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt für komplette Stoffwindelanfänger geeignet. Ich würde, wenn du an 3-in-1 Windeln interessiert bist, ehrlich gesagt, und du möchtest gerne mit einem Neugeborenen anfangen, damit zu wickeln, dann nimm dir mal ganz normale Überhosen, also 2-in-1 Überhosen, das heißt eine Überhose mit Lasche oder so und leg die Einlagen rein. Und wenn du dann schon ein bisschen sicherer bist, dann kannst du dir für die One-Size-Größe oder so ab 5 Kilo ungefähr, kannst du dir dann einmal eine von diesen 3-in-1 Windeln besorgen und einmal ausprobieren, ob das für euch funktioniert, ob du damit wirklich gut zurechtkommst. Wenn du sagst, ja, das ist das System, das mir wirklich gut gefällt, dann könnt ihr natürlich komplett darauf umsteigen. Oder es bleibt einfach bei dieser einen Windel, du besorgst dann nachher weitere 2-in-1 Überhosen dazu. Dann ist zumindest nicht sonderlich viel verhaut. Im schlimmsten Fall kannst du sie noch weiterverkaufen, wenn es überhaupt gar nicht funktioniert. Ich persönlich finde auch, dass die erste Größe von Cooler die Baby nicht sonderlich ideal ist. Also ich hatte mal eine Mutter mit Zwillingen, die war voll begeistert davon. Die hat gesagt, total super, sind die einzigen Windeln, die bei ihr funktionieren. Ich bei meinen Kindern war mit der Neugeborenen Variante nicht so zufrieden, weil ich finde, sie hat einfach so einen komischen Schnitt gehabt. Das hat einfach die zweite Größe bei uns viel, viel besser gepasst und das habe ich auch von anderen Eltern schon einmal gehört. Also auch da kann es dann nachher sein, dass man einfach in der ersten Größe, dass die einfach auch nicht so gut zu den Proportionen vom Kind passt. Also deswegen würde ich halt einfach sagen, am Anfang einmal 2-in-1 Überhosen, so die klassischen. Das ist wirklich so ein sehr, sehr guter Anfang, ein sehr, sehr guter Start und erst wenn das Kind so 5 bis 6 Kilo hat, dann einmal eine 3-in-1 Überhose ausprobieren. Schauen, ob das für euch in Frage kommt, damit du nicht einfach unnötig Geld ausgibst und dich später dann ärgerst drüber. Ich hoffe, ich habe da jetzt alle deine Fragen beantworten können. Wenn noch irgendwas unklar ist, dann schreib es einfach in die Kommentare. Und wenn du andere Fragen hast, dann wie gesagt einfach auf Instagram oder per E-Mail oder gleich unten in die Kommentare. Und ich werde dann nachher das in einem weiteren Video beantworten. Freut mich sehr, dass du dabei gewesen bist und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!